Der Rex-Kanal. Marc Eggers! Marc Eggers! Mit den 10 Geriften! Warte mal! Da will ich jetzt ja auch mal einen ordentlichen Applaus für Marc Eggers in der Kommentatorensektion sehen! Genau. Seid euch bitte sehr, sehr bewusst, dass Marc Eggers die 10 Subs gerade nur gegiftet hat, weil er mich daran erinnern wollte, dass wir sein neues Video angucken. Dieser egoistische Wichser. Wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht auf einer Messe, mal nicht beim Boxkampf, sondern mitten in der Kölner Innenstadt. Und ich habe die letzten Male ja die Leute gefragt, wie viel sie denn auf dem Konto haben. Und ich dachte, es wäre ja mal interessant zu erfahren, wie viel verdient ihr denn im Monat, ja? Mein Name ist Marc Eggers, ich bin sehr gespannt. Carsten, wie immer, hinter der Kamera. Und das heutige Video ist gesponsert von Anyfin. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist eine kostenlose App, die euch da draußen hilft, bei laufenden Krediten sogar richtig Geld zu sparen. Kommen wir später nochmal zu. Ich hoffe, Marc heute besser eingebunden. Aber jetzt fragen wir erstmal die Kölner und Kölnerinnen, wie viel sie denn im Monat verdienen. Auf geht's. Ich frage heute die Leute mal auf der Straße, was die so im Monat verdienen. Oh, ich arbeite als Dolmetscherin und Übersetzerin und ich verdiene 4.000. 4.000? Ja. Netto? Ja. Bei dir läuft ja richtig. Ja. Bist du noch Single? Ja. Bist du noch jemanden? Ja. Ich bin noch auf der Suche nach einer, die mich so ein bisschen durchfüttern kann. Ach so, wenn das so ist, ja dann hopp. Wie heißt du denn? Das kann doch nicht sein, Digga, dass Marc da immer so einen Einstieg findet. Das kann doch nicht sein, Mann! Marc! Ich suche was Ernstes, also wenn du 4.000 im Monat machst, dann? Ach, wenn das so ist, ja dann. Aber echt, Dolmetscherin? Ja. Welche Sprachen sprichst du da so? Dänisch. Na, wenn du 4.000 im Monat machst, perfekt. Ich mach 40.000 im Monat. Schwedisch, Niederländisch und Englisch. 4.000 Euro im Monat, ne? Bei dir läuft, finde ich gut. Ja, tschüss. Sehr sympathisch, ne? Und du riechst auch gut. Du hast einen echt guten Duft drauf. Ja, ich hab's gerochen. Ja, ja, weiß ja, ich bin doch ein Kenner. Mir macht man doch nichts vor hier. Dolmetscher, ne? Das wäre ja wirklich der Beruf, wo ich... Ey, die war aber echt, die hat echt sympathisch gewirkt, oder? Aber Nico, das war jetzt gemein. Nicht, dass du jetzt noch meckerst. Oh, Jax, ich sag dir ganz ehrlich, der war auf Mietzentniveau. Der war auf einem dicken Haha-Mietzentniveau. Wo ich gar nicht zu Hause wäre. Wer mein Englisch sieht in den Videos, weiß, das wäre das Letzte, womit ich Geld verdienen würde, ne? What does man do wrong in bed? Da wäre ich wahrscheinlich eher Profischwimmer, russischer Delfin. Erstmal süßer Hund. Passt zu dir? Was verdienst du im Monat? 2,5 netto. Was machst du? Ich bin öffentlicher Dienst. AWB. Abfahrtwirtschaft. Ja. 2,5? Ja. Kommst du damit aus? Nee. Was wäre euer Wunschgehalt im Monat netto? Sag mal ehrlich. Extrem viele schreiben 5k. Extrem viele schreiben 5k. Ich sag euch ehrlich, wenn ihr im Monat 5k netto verdient, dann verdient ihr schon richtig gut, ne? 5k netto im Monat in Deutschland zu verdienen. Ich verdiene aktuell in der Firma, in der ich arbeite, habe ich ein Gehalt von 5k netto im Monat. Das war gerade voll komisch. Ich habe mich gerade als krassen Hochverdiener hingestellt. Oh Mann. In der Schweiz ist man mit 5k Geringverdiener. Warum laber ich hier so viel? Was müsstest du haben, damit du glücklich bist? Ich denke so 3-1 netto. Weit ist nicht? Bis dahin. Kannst du dich hocharbeiten? Ich kann aber hocharbeiten bis 5. Ja, dann, worauf wartest du? Dann gibt es einen zweiten Hund. Ja, brutto oder netto? Was so auf deinem Konto landet am Ende des Tages? Ja, 1,8, 1,9. 1,8, was machst du? Zulagen, Altenpflegerin. Altenpflegerin, ja. Ihr hättet deutlich mehr verdient. Ja. Das kann ich mal sagen vom ganzen Herzen. Bei den ganzen letzten Jahren und der Thematik. Wenn man das hört, 1,8 auf dem Konto. Ja, kann man nichts machen, ne? Also wirklich, ich würde euch 5.000 Euro Minimum gönnen. Dankeschön, danke. Und was sind das? Ja, dann gönnt ihn doch, Marc, du verdienst doch genug. Für Zulagen, die Spaß ihr bekommt? Ja, je nachdem, wie viele Wochenenden, Feiertage, Spätschicht, okay. Nachtschicht, sowas halt. Ihr seid ein Paar? Ja. Ihr seid ein süßes Paar. Dankeschön. Hast du dir eine Jüngere geschnappt, weil sie noch Schülerin ist? Genau, genau. Wer bist du? 25. Du? 21. Ach, das ist doch super. Süß. Was verdienst du denn so im Monat? Oh, das. Du verdienst 100% mehr als 5k. Ich verdiene... Leute, wir müssen mal da einen Unterschied machen. Ich verdiene 5k im Monat Gehalt. Das heißt nicht, ich mache 5k Umsatz im Monat. Manchmal sind es schon auch 6. Das fragt man aber nicht. Fragt man nicht? Nee. Ich habe es versucht, heute charmant zu machen. Nee. Hm. Willst du mich mal fragen? Was verdienst du? Das fragt man nicht. Aha. Dann sind wir weg. Das ist eine Frage. Was verdiene ich denn so? 1,5? 1,5 netto? Ja, 1,5. 1,5? Mhm. Was machst du? Zahnarzthelferin. Zahnarzthelferin? Da hatte ich auch mal die ein oder andere schon im Bett gehabt. Ah, okay. Und du? 1,7. Okay, was machst du? Ich bin Schulsekretärin. Schulsekretärin? Ich komme rum. Das hören wir uns genau an. Du bist die, wo man immer hingegangen ist, wenn man die Busfahrzettel brauchte? Ja, genau. Oder wenn es einem nicht gut geht, ich rufe dann... Stimmt. Eltern. Du bist die, wo man immer hingegangen ist, wenn es einem nicht gut ging. Ja, ja, genau. Mir ging es immer sehr gut, aber ich war oft da. Ah, okay. Ja. Grüße gehen raus. Schule ist auf dem Weg. Habe ich mich ab und zu doch mal rausgemogelt. Wird geheiratet? Ja, da, sie. Besser spät als nie, sage ich immer, nicht? Genau. Ja. Erleben wir unser blaues Wunder. Das haben wir, da ist es. Und jetzt steht Marc Eggers da, das blaue Wunder.
Allein mit YouTube müsst ihr doch die 5K schon drin sein. Nein, Leute, ich will da auch kein Geheimnis draus machen. Es gibt Monate, in denen mache ich Umsatz. Also man darf hier nicht vergessen, Umsatz, ne? Genau. Mit meinen Kanälen, mit meinen ganzen Sachen, keine Ahnung. Es gibt Monate, da mache ich 50.000 Umsatz, 100.000 Umsatz. Kann auch mal mehr sein. Weil es kommt immer auf den Monat an. Aber was ich mir im Monat auszahle als Gehalt, sind die 5.000 Euro netto. Gibt natürlich dann immer noch einen Gewinn am Ende des Jahres, den man auszahlen kann oder reinvestieren kann in den meisten Fällen, wenn man es sinnvoll angeht. Und so muss man halt gucken. Ja, jetzt stehe ich hier, ne? Was ist passiert? Gedacht, jetzt ist er da? Ja, jetzt haben wir den richtigen getroffen. Mit 25? Genau. Und jetzt müssen wir uns an Land angeln. Aber wie lange sind Sie mit dem denn schon? Nicht ganz so lange. Kurzschlussreaktion? Ja, ich werde älter, ne? Torschlussreaktion? Man muss dann sehen, wo man bleibt, ne? Ich habe gesagt, ich weiß, wie das geht, andersrum. Also da weiß ich auch, wie das funktioniert. Auch mal mit dem Strap-on oder wie? Ja, nee, dann. Sieh mal den Mann. Ja. Er kommt gleich noch, der kommt gleich noch. Mal den aktiven Part übernehmen, ne? Ja. Wir fragen. Scheiße, Digga. Wie macht Marc das immer mit Out dann? Fragen hier gerade mal, was die Herrschaften denn hier so im Monat verdienen. Ich habe gar nichts, ich bin Rentnerin. Sie? Rentnerin. Auch, aber deshalb jetzt heiraten, noch auf die sichere Schiene. Etwas jüngeren. Wirklich? Das muss noch funktionieren, ja. Ich wünsche den Damen ganz, ganz viel Spaß. Sehr sympathische Truppe. Danke. Aber hier die sind am Schwanken, nicht? Wollen Sie kurz einhaken? Ich bringe Sie noch mal ein Stückchen hier. Mats, gehen wir mal zusammen hier. Wohin gehen wir noch mal ein Trinken? Ich wollte einen Kaffee trinken. Aber einfach mal hinsetzen. Ja, genau. Zack. Achso, ich nicht viel. Ich bin Geringverdiener. Geringverdiener? Wie? Aber er hat sich hier das Peso-Shirt gezogen. Also krasser Geringverdiener kann ich hier nicht heißen. Amar, der hat auch nur 1-2 im Monat. Ich bin noch Student, also ist nicht so Student, viel. Was studierst du? Lehramt. Oh ja, aber dann, was kriegt man denn als Lehrer? Weißt du das so? Kommt drauf an, was du machst. Also Vertretungslehrer oder Vollzeitlehrer. Mal gucken, so 2,5 oder so zu machen. Okay. Und in welche Richtung geht's bei dir? Warte, ich rate. Sport. Ja. Und Physik. Nee, auch nicht. Geschichte. Nein. Erdkunde. Auch nicht. Spanisch. Ach, Spanisch. Spanisch. Ja, ich hätte es wissen müssen. Pass auf. Spanisch? Richtig. Ich bin ein Kenner. Ich sehe das den Leuten in den Augen. Ah, Marc, der war nicht schlecht. Augen an. Kommen wir jetzt einmal zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Enefin. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema. Man möchte darüber nicht sprechen. Aber ich bin euch ehrlich, ich war sehr, sehr früh auf mich alleine gestellt und habe in jungen Jahren so ziemlich alles falsch gemacht, was man finanziell falsch machen kann. Ich konnte mir Dinge nicht direkt leisten, habe sie dann auf Raten gekauft. Ich war im Dispo und ich habe teilweise extrem hohe Zinsen gezahlt. Und jetzt kommt Enefin ins Spiel. Enefin ist eine kostenlose App, die euch dabei hilft, dass ihr nicht zu viele Zinsen zahlt. Wenn ihr jetzt im Dispo seid oder irgendetwas auf Finanzierung gekauft habt. Das Ganze funktioniert super einfach und super simpel. Ihr ladet euch die App runter, macht ein Foto. Hier wird überhaupt nichts geskippt, Leute. Ich gönne dir das Geld, ehrlich. Schon lächerlich, aber wie arm du bist, dafür, wie lange du YouTube machst. Könntest du schon ausgesorgt haben. Ey, Chris, da muss ich dir leider mal recht geben. Ich habe wirklich finanziell in meinem Leben komplett versagt, Digga. Also bis dato habe ich in meinem Leben finanziell komplett versagt. Komplett. Foto von eurer letzten Abrechnung, ladet es in die App rein und Enefin schaut, ob sie euch ein besseres Angebot machen können. Wenn sie das können, schicken sie euch das direkt zu. Ihr spart Geld, zahlt das Geld nur noch an Enefin ab. Mit meinem Code MARK20 spart ihr sogar noch 20 Euro, also 20 Euro von eurem letzten Kredit, eurer letzten Finanzierung wird direkt übernommen. Der erste Link unten in der Infobox ist die App, checkt es. Ich zum Beispiel würde Marc hergehen und am Anfang sagen, er hat es früher schwierig, bla bla bla, hat viele Fehler gemacht, deswegen der Sponsor des heutigen Videos, Enefin. Leute, ihr könnt so, dann geht er zu irgendjemandem random hin und sagt so, und zählt so die Facts auf, so wie Iratsch. Das würde ich sehr feiern, wenn Marc das so machen würde. Wenn er es nicht macht, dann werde ich Marc ab sofort haten. Das gerne mal ab und vielleicht ist für euch sogar ein besseres Angebot drin und ihr spart Geld bei den Zinsen. Ja, so 1,8. Du hast dafür andere Qualitäten. Ey, Digga, ich sag's dir auch ganz ehrlich, ne? Ich habe auch mit der Zeit so ein bisschen gelernt, aufs Geld zu kacken, weil ich habe in meinem Leben wirklich schon Millionen verdient, ne? Also ohne jetzt hier einen Push-Talk irgendwie entfalten zu wollen, aber ich habe in meinem im Leben schon echt sehr viel Geld verdient und ich selber habe von dem Geld angelegt sehr, sehr wenig. Und ich muss wirklich sagen, mit der Zeit habe ich einfach irgendwann gelernt, Digga, das Geld darf mir einfach nicht so wichtig sein, weil sonst gehe ich daran einfach kaputt. Und ich muss ehrlich sagen, mir gibt es halt dann zum Beispiel mehr, dass ich sehe, in der Zeit, wo wir halt Scheiße gebaut hatten mit der fast Insolvenz und so, dass da eine Community am Start ist, die hier am Supporten war, die ohne mit der Wimper zu zucken unterstützt hat, alles drum und dran. Und das fand ich halt einfach sehr, sehr krass, muss ich sagen. Fand ich einfach sehr, sehr krass. Und ja, einfach, da bin ich einfach dankbar dafür. Reinvestieren ist doch geil. Erik, reinvestieren ist sehr, sehr geil, das stimmt. Dann sollte die Reinvestition halt aber auch funktionieren. 1,8. Was machst du denn beruflich? Ich mach beruflich, ich bin Soldat. Soldat? Ja. Berufssoldat? Genau. Wie viel verdienst du im Monat? Ich studiere. Okay, was studierst du? Lehramt? Nein, Sozialpädagogik. Ich wette, du studierst Sozialpädagogik. Ich studiere Sozialpädagogik, hast du recht tatsächlich. Ich bin gar nicht so schlecht, ne? Ich erkenne das bei den Leuten in den Augen.
sehr gut. Was studiere ich? Mediendesign. Mediendesign? Ja, passt zu dir. Archäologie im dritten Semester. Ah, sehr gut. Das passt auch zu dir. Und wie verdienst du denn? Archäologie. Dein Geld? Durch studentische Aushilfe als Job. Da wurde gerade tiefst gesäufst. Du dachtest, du sagst die Wahrheit durch und. Durch und. Wirklich? Nein, das war ein Spaß. Wenn ich dich so angucke, gut, dann machst du wenigstens was Seriöses. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Zack, darf ich deine Weste mal anziehen? Ja, darfst du anziehen. Ich weiß, ich habe zugenommen, man hat es gesehen im letzten Video. Es passt zum Mikro. So fliegen wir morgen nach Mallorca oder was? Wir fliegen wirklich am Dienstag nach Mallorca. Nee, wirklich? Ich flieg morgen. Echt? Ja. Dann sehen wir uns ja vielleicht. Wohin fliegt ihr denn genau? Am Ballermann. Nee. Doch. Ihr seid ja auch an der Playa. Ja, klar. Ich bin auch da, aber ab morgen schon. Glaubst du, du hättest die gleiche Community, wenn du von Beginn an auf mehr Geld gegangen wärst? Keine Ahnung. Leo, ich sag dir, das ist Schicksal. Ich hab's halt so gemacht, wie ich es halt gemacht habe. Vielleicht eines Tages bin ich stinkreich. Vielleicht. Dann verlose ich jeden Stream 50.000. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich morgen wieder insolvent. Bis wann denn? Bis Mittwoch. Ja, dann haben wir ja noch einen Tag. Dann hätten wir noch eine Nacht. Ja. Oder zwei. Nach einer Nacht mit mir, glaube ich, willst du keine zweite. Auch eine reicht. Meinst du? Du bist eine, die schnell kommt anscheinend. Lacht mich nicht. Digga, wie der sie in Verlegenheit bringt. Aber sie, die Mädels werden bei Marc immer so ein bisschen verlegen, weil er so direkt ist. Aber eigentlich finden sie es doch geil. Digga, Marc hat wirklich, wenn es eine Sache gibt, die Marc studiert hat, dann ist es Frauen. Ich bin euch ganz ehrlich, der Typ, der macht es so hier mal nebenbei, als hätte er in seinem Leben nichts anderes gemacht. Nicht aus, Jungs, das ist mein neuer Style. Ich sehe das doch. Ich finde das so gut. Ich danke dir für die Weste. Ich mach weiter, ja? Hallo? Was verdienst du im Monat? Ich bin noch in der Ausbildung. Sagen wir mal so knapp. Wieder vom Louis Vuitton Store. Ein Taui. Ein Taui? Was machst du? Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Das kann ich so nicht sagen. Aha. Mhm. Das kommt jetzt drauf an. Was machst du denn? Erwachsenenfilm? So nicht! Der Weste nachzuurteilen? Wirklich? Nein. Du bist ein Camgirl. Nein. Nee. Nein. Nee, so war das. Sondern? Das war ich nicht. Das war meine Freundin. Nee, aber sag mal echt, was machst du denn? Ich studiere. Ansonsten nebenbei arbeite ich in einem Café. Ich gebe dir jetzt deine Weste wieder und lass das einfach mal unkommentiert stehen. Perfekt. Du musst mir raushelfen. Ja. Ich komme nicht raus. Ich habe wirklich so zugelegt. Auf Mallorca, ne? Halt mal so fest, ne? Du hast sehr schöne Brüste. Danke. Frage. Du strahlst so schön. Es ist einfach, es ist so geil. Der spricht dann einfach das aus, was man halt denkt, ne? Von der Seite. Die Sympathischen sind mir die Liebsten. Wir fragen heute nur, was die Leute denn so im Monat verdienen. Ah, oh, das ist auch schwierig. Was machst du denn beruflich? Ich bin auch Studentin. Oh, was studierst du? Film. Film? Mhm. Was für Film? Ja, alles Mögliche. Film, also, oder? Shaden Row? Nee, also Film, Werbung, ach so. Alles Mögliche. Okay. So auch okay. Also ich wohne noch zu Hause, von daher ist alles sehr unkompliziert. Mhm. Und sonst... Das bedeutet, das ist unkompliziert dann, oder? Hat doch was mit Drogen zu tun jetzt, wenn ihr aus Frankfurt kommt. Ja. Mit Drogen zu tun? Da schreibt einer, als ob der damit so easy wegkommt. Digga, ich schwöre, manche andere würden so dafür eine Anzeige kassieren, ne? Und er haut's einfach raus und es ist so... Danke, Marc. Ja, das ist doch super, dass du meine Brüste schön findest. Mega. Oh Mann, Alter, ist so geil. Du. Mit was? Mit Drogen? Nein. Ich sage ja, wir sind zu Hause, ist alles unkompliziert. Wir kommen nämlich aus Frankfurt. Ich dachte, dann hat das was mit Drogen zu tun. Nee. Nein. Okay. Ich bin Marc. Und du? Sophie. Hallo, Sophie. Wer bist du? Pauline. Hallo, Pauline. Was verdient ihr so im Monat? Du, das sagt man noch nicht, das spricht man noch nicht. Oh, das kann ich heute doch, kann darüber, man... darüber spricht man doch. Mal sagen. Nee. Dann sagst du es. Auch nicht. Dann sag ich's. Oh nö, dafür sind wir zu deutsch, ne? Dann rate doch mal. Wie viel du im Monat verdienst? Pass auf, du sagst mir erstmal, was du überhaupt beruflich machst. Ich bin Employer Branding Spezialist. Perfekt, ich hab's mir fast gedacht, ja. Was bist du? Employer Branding Spezialist. Genau so. Wie heißt das? Employer Branding Spezialist. Und auf Deutsch? Was? Personalmarketing-Tante. Klingt's auf einmal nicht mehr so wichtig, ne? Eine Personalmarketing-Tante verdient im Monat 2,6. Ich sag nichts. Kann man das googeln? Darüber redet man doch nicht. Ich glaube, ich krieg's aus dir heraus noch. Nee, nicht ganz. Ich jetzt mal pieksen. Nein. Ich merk's doch nicht. Was haben wir hier? Sexuelle Belästigung, oder? Immer unterschiedlich. Oh, was machst du denn? Ich bin am Flughafen. Ich komme nicht von hier. Ich komme aus Berlin. Ah, okay. Und wie ist deine Berufsbezeichnung? Schichtleiterin. Schichtleiterin? Das heißt, es geht bei dir schlechtester Monat wäre? Insgesamt? Boah, muss ich jetzt überlegen. 1,4, 1,3 höchstens. Aber okay. Sonst mehr. Okay. Ich danke dir. Danke.
dann sehen wir uns am Flughafen. Wir fragen gerade die Leute, wie viel sie im Monat verdienen. Genug. Was wäre das? Was? Ich wäre schon in Hubs, wenn ich sowas machen würde. Ich schwör's dir, Digga. Aber jetzt mal ganz kurz, ne? Findet ihr es nicht krass, wie man nur mit der Art und Weise, wie man was sagt und wie man so attitude-mäßig rüberkommt, eine ganz andere Wirkung bei Leuten erzielen würde? Ohne jetzt rassistisch klingen zu wollen, aber nehmen wir jetzt mal hier jemanden mit dunklen Haaren und mit einem Vollbart und, sag ich mal, südlicher Herkunft, der das Gleiche sagen würde wie Marc, nur vielleicht auch nicht mit der gleichen Attitude. Die Nummer hier würde ganz anders aussehen. Was ist genug? 2000. 2000? Netto. Wir haben Sommer jetzt. Bitte? Nebenjob, 450 Euro. Was machst du denn? In Electric Card. So ein bisschen Sachen zusammenschrauben. Ich habe keinen Verdienst, ich bin noch Student. Wie alt bist du? Ich bin 21. Aber du hast voll die angenehme Schule. Danke. Du könntest so Synchronsprecher. Habe ich nie nachgedacht. Aber hört man das? Sag mal irgendwas. Hallo. Ja. Das ist immer ganz gut. Ich sehe hier gerade, hier wurden Rosen verteilt. Der neue Bachelor. Wie viel verdienst du im Monat? Ich bin in Ausbildung, netto 1050 plus Zuschläge. Oh, krass. Was machst du? Krankenpflege. Krankenpfleger? Aber da bist du ja schon mal ganz gut aufgestellt. Ja, wenn man dann noch ein paar Nächte macht, dann geht das. Gut. Kriegt man gut. Freundin, aber ist deine Freundin? Ja. Gut. Und du? Ich mach das Gleiche. Wir gehen in eine Klasse. Ach, wie der Zufall es will. Ja. Ach, seid ihr süß. Ihr seid wirklich ein sympathisches Paar. Na, da bin ich ja beruhigt. Da verknallt. Die beiden haben sich halt einfach gefunden, ne? Das ist doch einfach geil. Greif selbst ich mir heute mal jegliche doofe Sprüche und Kommentare. Ja, weil euch wünsche ich alles Gute. Zurzeit verdiene ich auch noch nichts, weil ich meine Arbeit gekündigt habe und gucke jetzt aber nach was Neuem. Was hast du vorher gemacht? Reinigungskraft. Okay, was verdient man da? Ja, das war jetzt so 450-Euro-Job. Ah, okay. Ey, das ist so traurig, ne? Da macht er hier echt seine Straßenkunst und dann kommt das Ordnungsamt und schickt ihn weg, weil könnte ja noch jemand Spaß und Freude dran haben, ne, dass der hier seine Show macht. Das erinnert mich tatsächlich immer an meine Zeit, wo ich mit meinen Jungs auf der Straße getanzt habe. Da kam auch ab und zu mal das Ordnungsamt und wir waren wirklich komplett im Arsch, wenn die uns weggeschickt haben. Daher, ich bin immer, wenn ich jemanden sehe, der da was macht, Leute, gebt da einfach ein bisschen Kohle rein. Die machen teilweise echt so coole Sachen. Das muss supported werden, 1-2 Euro schaden nicht. Deshalb einfach mal reinwerfen. Die ganzen neuen Abonnenten wissen das gar nicht, ne? Ich blende noch mal was ein. So hatte Eggers damals als Breakdancer sein Geld verdient. Ich war Straßentänzer tatsächlich. Aber ich hatte eine mega geile Zeit. Bei Wind und Wetter, Hamburger Innenstadt, Mönckebergstraße, wurde getanzt mit den Jungs. Und dann sind wir rumgegangen mit dem Hut. Und wenn dann Ordnungsamt kam, dann war scheiße. Schon wieder. Digga, ich sag's euch ganz ehrlich, ne? Mal unabhängig von allem Joke und Spaß, ne? Die Story, die Lebensstory von Marc Eggers. Ich war einmal mit Marc beim Skifahren und dann hat er mir seine ganze Story erzählt, was er in seinem Leben erlebt hat, so. Digga. Die Story von Marc Eggers ist zu krass. Marc ist wirklich, ohne Spaß ungelogen, von seiner Person, wie er, also wie positiv Marc durchs Leben geht, wie positiv Marc auch mit Negativität umgeht, das ist, da kann man sich eine richtig dicke Scheibe von dem Typen abschneiden. Marc ist wirklich, Marc hat eine sehr, sehr krasse Vergangenheit, eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit auch, also nicht, dass er kriminell war oder so, aber ihm ist sehr viel Scheiße widerfahren und dafür steht er heute, der Typ steht wie eine Einziger, wirklich. Es ist wirklich, Marc ist echt ein krasser Typ. Real Talk an der Stelle. Ja, jemand mit so einer Weste, gab's die im Angebot oder was? Super schick. Weste. Jetzt aber schnell durch, dann gibt's die Abmoderation. Also Leute, danke, danke. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich habe die Leute hier in der Kölner Innenstadt mal gefragt, was sie denn so im Monat verdienen. An dieser Stelle erstmal nochmal ein dickes Dankeschön an Anyfin. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Wie gesagt, Leute, es ist keine Schande. Über 47% der Deutschen kommen im Laufe ihres Lebens mal in Berührung mit Dispo-Kredit oder mit Finanzierungen. Checkt den ersten Link unten in der Infobox. Mein Name ist Marc Eggers, Carsten hinter der Kamera. Ich hoffe, ihr habt auch bei diesem Video wieder Spaß gehabt. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Nee, Marc, war scheiße. Abonniert den Kanal und ich fliege jetzt nach Mallorca. Ich hau hier ein Video nach dem anderen raus. Ich glaube, der Eggers sollte sich auch... Nee, mal jetzt mal ehrlich. Es gibt niemanden, was heißt niemanden, aber ich freue mich so, so sehr für Marc. Auch dadurch, dass ich so seine Story kenne, dass bei ihm gerade so gut läuft, Mann. Weil Marc ist einfach ein guter Typ. Einfach ein guter Typ. Würde es ehrlich gesagt auch sehr, sehr fühlen, wenn Marc mal zu Tim in Podcast gehen würde und mal mit einfach mal seine Story raushaut. Ich glaube, das ist voll interessant für viele. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, said she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.